Die Hannover Messe stellt sich neu auf, dahin einhergehend eine neue Hallenstruktur, um dem Thema mehr Platz zu geben, sie besser zu verknüpfen inhaltlich. Und da steht die Digitalisierung um die Digital Ecosystems im Zentrum der Hannover Messe, strahlt ab mit ihren Bereichen in alle weiteren Themenbereiche der Hannover Messe. Und von Factory zu Ecosystem, weil wir jetzt von Systemen reden, die ineinander greifen. Also das heißt, es steht nicht nur die Fabrik im Mittelpunkt, sondern eben das komplette System mit all seinen Komponenten, IT-lastig, IT-seitig. Also die Digital Ecosystem wächst immer weiter. Das liegt zum einen daran, dass die Ausstelleranzahl zunimmt, aber auch die Themen sich erweitern. Zum Thema Predictive Maintenance ist zum Beispiel neu, wird etabliert. Der Bereich IT-Security wird immer wichtiger. McAfee ist zum Beispiel neu dabei als Neuaussteller. Und das Thema Cloud in Verbindung mit Plattformen, das heißt also, dass Google jetzt wieder dabei ist. Damit haben wir mit Microsoft und Amazon Web Services und Google die vermeintlich drei größten Cloud-Anbieter in diesem Segment. Und das Thema Security, Plattform, Predictive Maintenance ist neu dabei und natürlich ganz wichtig zu erwähnen, der Kern, MES, PLM und ERP. Und hier der ERP-Bereich wächst ebenfalls sehr stark. Und mit Abbas und ProAlpha haben wir hier schon zwei etablierte Firmen. Grundsätzlich ist es sehr einfach. Das, was wir tun können als Messeveranstalter, haben wir hier umgesetzt. Und zwar die Hallenstrukturen der 14 bis 16 gibt es einfach her, dass wir zwei Verschlankungen haben, zwei Verengungen. Und das ist bei der Halle 16 zu 15. Also das heißt, jeder Besucher, der von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden durch die Digital Ecosystems geht, muss an diesem Bereich vorbeigehen. Und da haben wir uns überlegt, das Security-Thema extrem wichtig für alle Automatisierer, für alle Maschinenbauer und natürlich auch darüber hinaus, setzen wir dorthin, platzieren wir dort und geben dort den Ausstellern die Möglichkeit, eine möglichst hohe Sichtbarkeit für möglichst viele Besucher zu erhalten. Und das ist dort gegeben an dieser vermeintlichen physischen Verengung der Hallen.